Hey, liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier bei Ankas Geblubber. Endlich blubbern wir mal wieder über Bücher. Meine Güte, in letzter Zeit ist hier viel Unterschiedliches los bei Ankas Geblubber, viele andere Themen. Aber natürlich komme ich auch immer wieder zu meinen liebsten Büchern zurück. Heute habe ich euch endlich meinen Lesemonat Februar mitgebracht und möchte euch ein bisschen was über die vier Titel erzählen, die mich im letzten Monat begleitet haben. Gleich zu Beginn des Monats habe ich dieses Buch beendet. Ihr Schrei in der Nacht von Anna Schneider ist der zweite Band der Grenzfall-Krimi-Reihe. Das hier, ich habe ihn bereitgelegt, ist Band 1, Der Tod in ihren Augen, hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen, hat mich positiv überrascht. Es ist kein typischer Regio-Krimi mit humoristischen Anteilen. Ganz im Gegenteil, so lustig geht es hier gar nicht zu. Was mir schon im ersten Band total gut gefallen hat, war, dass der Autorin dieser Mix zwischen Kriminalfall und private Hintergrundgeschichte der Protagonisten sehr gut gelungen ist. Ich fand spannend hier den Ermittlern, das sind zum einen Alexa Jahn und zum anderen Bernhard Krammer, über die Schulter zu schauen. Ganz kurz, warum heißt diese Krimireihe Grenzfall? Sie spielt grenzübergreifend. Wir sind zum einen in Deutschland unterwegs, im Grenzgebiet zu Österreich und auf der anderen Seite eben auch in Österreich. Es gibt Fälle, gerade im ersten Band ist es so, dass die Leiche, um die es hier geht, in beiden Ländern gefunden wird. Wie das funktionieren kann, müsst ihr selbst herausfinden. Fand ich super. Ich fand es toll, den Ermittlerin und dem Ermittler hier über die Schulter zu gucken. Und fand es aber auch spannend, so ein bisschen in ihre Köpfe hineinzuschauen und zu gucken, was bewegt sie gerade. Insbesondere Alexa ist für mich eine Protagonistin geworden, der ich sehr gern gefolgt bin. Am Ende dieses ersten Krimibandes passiert etwas, womit ich nicht ganz so happy war. Da habe ich so ein bisschen die Augen verdreht und dachte mir, muss das sein? Das hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun, sondern geht nur das Private der ErmittlerInnen an. Ja, ich war gespannt, wie es denn in dem Zuge weitergeht, weil das, was hier am Ende passiert, hat Auswirkungen auf Band 2, Ihr Schrei in der Nacht. Besonders toll fand ich, dass der Autorin auch hier der Übergang von Band 1 zu Band 2 total gut gelungen ist. Es liegt, glaube ich, bloß eine Woche zwischen den Ereignissen aus Band 1 und Band 2, sodass man eigentlich wieder direkt drin ist und direkt wieder in dieser Situation, in diesem Gefühl sich wiederfindet. In dem Kriminalfall geht es diesmal um verschwundene Frauen. Auf deutscher Seite verschwindet mitten im Schneechaos eine junge Frau, die eigentlich auf dem Weg zu ihrem Elternhaus war, und auf österreichischer Seite in Innsbruck verschwinden zwei Studentinnen. Ob das Verschwinden dieser drei Frauen etwas miteinander zu tun hat, solltet ihr selbst herausfinden. Auf jeden Fall haben wir wieder auf der einen Seite Alexa, die ermittelt in Deutschland, und auf der anderen Seite Bernhard Krammer. Der Kriminalfall an sich wird spannend erzählt. Vor allem auch sehr interessant und großartig recherchiert, wie ich das so im Nachhinein feststellen konnte. Fand ich sehr gut. Eine spannende, vielleicht auch etwas außergewöhnliche Thematik, die hier einfach wunderbar in die Geschichte eingeflochten wird. Ja, und mein Highlight ist es einfach immer, mit Alexa unterwegs zu sein. Ich mag sie als Protagonistin unheimlich gern. Sie ist Anfang 30, meine ich, ist jetzt neu zur Kripo Weilheim gekommen und musste da relativ schnell eine Position einnehmen, musste Verantwortung übernehmen, ohne da vorher so ein bisschen reinschnuppern zu können. Und sie kommt in ein Team, das eigentlich aus Männern besteht. Und der ein oder andere hatte eigentlich Bock auf die Position, die sie bekommen hat. Vielleicht auch viele ältere Männer, die schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben. Und da ist es nicht einfach, als junge Frau dem Ganzen standzuhalten. Und Alexa ist einfach, ja, sie ist ein Vorbild. Sie geht an alle Dinge so diplomatisch auch irgendwie ran. Und ich mag es, da in ihren Kopf hineinschauen zu können und zu spüren, mit welchen Problem, mit welchen Fragen sie sich auseinandersetzen muss und wie geht sie jetzt damit ran, auf der einen Seite möchte sie natürlich auch erfolgreich sein, auf der anderen Seite will sie keinem vor den Kopf stoßen und wie spielt sie das Ganze auch so ein bisschen aus, wie geht sie damit um. Sie wird auch sehr authentisch und ehrlich dargestellt, also man merkt auch die Situation, in denen es ihr nicht so gut geht. Außerdem merkt man, dass sie aus den Ereignissen aus Band 1 gelernt hat, was mir auch total gut gefallen hat, und ich finde es total schön. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen Anna Schneider, die Autorin, hier in Alexa wiederfinden konnte, weil es gibt so zwischendrin so ein paar Themen, zu denen sich Alexa positioniert, und das muss jetzt gar nicht irgendwie was sein, was total in die Geschichte passt, aber es sind so auch aktuelle Themen, zu denen sie eben Stellung bezieht und eine Position einnimmt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Anna Schneider da so ein bisschen vielleicht das eine oder andere anstupsen wollte, auch selbst vielleicht Stellung beziehen wollte oder
eine Position einnehmen wollte, positionieren wollte. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also es werden wichtige aktuelle Themen angesprochen. Und ja, das Ganze eingewebt in eine Geschichte, die, wie gesagt, sehr fesselnd ist. Wir haben tolle ProtagonistInnen. Bernhard Krammer, mit dem ich nicht so zurechtgekommen bin, mit dem ich mich bisher noch nicht so verlinken konnte, wurde mir am Ende dann doch sympathischer, als er dann doch mehr Gefühle gezeigt hat. Und ich habe dieses Buch wirklich sehr genossen. Es ist eine tolle Krimireihe, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Startet auf jeden Fall mit Der Tod in ihren Augen und macht dann aber weiter mit Ihr Schrei in der Nacht. Und es gibt, glaube ich, noch kein Ende in Sicht. Das heißt, wir können uns auf Band 3 freuen. Das nächste Buch, das ich im Februar gelesen und auch angeschaut habe, es handelt sich nämlich um ein Bilderbuch, ist ein Titel, der mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Der Verlag hatte mich angeschrieben und gefragt, ey Anka, wäre das was für dich? Könntest du dir vorstellen, dieses Buch vorzustellen und dem Buch eine Bühne zu geben? Es bespricht nämlich ein Thema, das, glaube ich, ziemlich viele Familien betrifft und über das ich aber so in der Belletristik bisher noch viel zu wenig gesehen habe. Ich zeige euch mal das Cover, dann könnt ihr auch sehr schnell erkennen, warum dieses Buch mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Das Sternenkind ist ein Bilderbuch. Wie steht es hier hinten drauf? Das Sternenkind ist eine Geschichte für Regenbogenkinder, Geschwister und Eltern. Ihr seht hier vorne auf dem Cover ein Baby mit Engelsflügeln. Und genau darum geht's in diesem Buch. Es ist auf der einen Seite ein Buch, das Betroffene abholt, das ihnen Trost spendet, das sie versteht irgendwie und das ihnen dann am Ende auch wieder Hoffnung schenkt. In einem richtig schönen Zusammenspiel mit der Illustratorin erzählt die Autorin die Reise dieses kleinen Babys, das eben nur ganz kurze Zeit auf der Welt verweilen durfte und wie es dann für dieses Baby weitergeht. Dieses Baby bekommt nämlich eine Aufgabe. Ja, wenn ich jetzt hier wieder reinblätter, da steigen mir direkt wieder die Tränen in die Augen. Auf der einen Seite ja, weil es natürlich, wie gesagt, dieses emotionale Thema ist und sich einfach vorzustellen, wie sich die Familie, wie sich Betroffene fühlen müssen, die so etwas erleben, ist für mich einfach irgendwie unvorstellbar. Und dann eben dieses kleine Knirpschen hier, dieses kleine Sternenkind zu erleben, wie es sich fühlt am Anfang und welche Message schlussendlich dieses Buch hat. Es ist einfach berührend, es ist schmerzhaft, ja, und es ist aber gleichzeitig auch schön und wie gesagt hoffnungsschenkend. Ich glaube, viel mehr kann und sollte ich über dieses Buch gar nicht sagen. Es ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber für diejenigen, die betroffen sind, ist es definitiv ein Griff wert, ein Blick wert. Ich finde es auch toll, dass pro Buch 1 Euro gespendet wird an den Bundesverband Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister in Deutschland e.V. Ja, und ich glaube fest daran, dass das Buch hier etwas sehr Gutes und Wichtiges ist. Deshalb wird dieses Exemplar jetzt auch wieder bei mir ausziehen. Es ist ein kostenloses Rezensionsexemplar gewesen. Vielen Dank an den Verlag dafür und vielen Dank natürlich auch für euer Vertrauen, das ihr in mich gesteckt habt. Ich werde dieses Buch jetzt tatsächlich an eine betroffene Familie weitergeben, die mit diesem Buch auch hoffentlich ganz viel anfangen können und denen dieses Buch hoffentlich ein gutes Gefühl schenken wird. Puh, jetzt muss ich mich erstmal wieder kurz sammeln. Krass, ja, ich bin halt einfach ein emotionaler Mensch. Ihr auch? Seid ihr auch nah am Wasser gebaut? Ich kann schwer, also wenn es jetzt ein Sachbuch gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nichts für mich gewesen. Und auch ganze Romane, die solche schweren, sehr emotionalen Themen behandeln, kann ich so nicht lesen, will ich auch nicht lesen, weil es mir einfach nicht gut tut. Aber irgendwie hatte ich hier so diese Connection sofort gespürt zum Verlag, zu der lieben Kontaktperson, die mich angeschrieben hat. Und ich habe die ersten Bilder gesehen und wusste, ja, dieses Buch ist wichtig, dieses Buch kann was bewegen, das Buch kann Gutes tun und ich möchte ihm einfach eine Bühne schenken. Und auch wenn ich beim Lesen sehr geweint habe, hat es mich dann doch irgendwie mit einem guten Gefühl wieder losgelassen. Okay, so, und wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum nächsten Buch hin? Ich glaube, das kann gar nicht vernünftig funktionieren. Wir machen einfach einen kurzen Cut, atmen kurz durch und dann geht's weiter mit dem dritten Titel, der mich durch den Februar begleitet hat. Okay,
Wir machen weiter mit einem Hörbuch, das ich gehört habe, und zwar dieses hier. American Crown, Beatrice and Theodore von Catherine McGee, gelesen von Corinna Dorenkamp. Sehr, sehr, sehr gut gelesen übrigens. Dieser Titel lässt einen sehr kurzweilige, oberflächliche vielleicht auch Hörstunden erwarten. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, auch als ich die Kurzbeschreibung gelesen hatte, dass es so ein bisschen New Adult Vibes haben wird, in Kombination mit vielleicht Selection oder überhaupt so ein bisschen diesem royalen Stil, royale Einblicke, bisschen oberflächlich, bisschen kitschy-kitschy. Darauf habe ich mich eingestellt. Was ich bekommen habe, war aber etwas anderes. Und ich verstehe auch immer noch nicht so wirklich, warum diese Reihe, dieser Reihenauftakt so dargestellt wird, wie er dargestellt wird. Wir haben hier als Bandtitel Beatrice and Theodore, wie wir es aus vielen New Adult Geschichten kennen, dass wir eben immer ein Paar haben, um das ein jeweiliger Band geht, und diese Pärchen kennen sich aber auch irgendwie untereinander. Ja, man sieht die Figuren immer in anderen Bänden auch wieder, was ich generell sehr schön finde. Davon bin ich ausgegangen. Und das lässt auch die Kurzbeschreibung vermuten, wenn man die durchliest. Da steht drin, Beatrice ist die Thronerbin. Wir befinden uns in den USA. Dort gibt es eine Monarchie, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt. Und Beatrice wird die erste weibliche Thronerbin sein. Und auf der einen Seite wird sie seit ihrer Geburt darauf vorbereitet und verhält sich sehr standesgemäß und ist wirklich so die kühle, die vorzeigbare, das absolute Vorbild. Und ja, auch was das Thema Heirat und Eheplanung und sowas angeht. Und auf der anderen Seite gibt es da aber auch einen Bürgerlichen, für den sie sich interessiert. Mit dieser Geschichte, mit diesem Zwiespalt irgendwie habe ich gerechnet. Was ich aber schlussendlich bekommen habe, war ein Potpourri an unterschiedlichen Geschichten. Ja, natürlich Beatrice und dann später auch Theodore lerne ich in dieser Geschichte kennen. Aber ich lerne auch zum Beispiel Beatrice' Schwester kennen. Ich lerne die beste Freundin von Beatrice' Schwester kennen und ich lerne ihren Bruder kennen. Genauso wie seine Ex-Freundin. Und aus allen weiblichen Perspektiven wird die Geschichte erzählt. Und zwar nicht nur Beatrice' Geschichte, sondern jeweils eine eigene Geschichte. Und Leute, das fand ich so überraschend und so, so, so gut. Zum einen liest Corinna Dorenkamp diese Geschichte großartig. Ich bin froh, dass sie nicht von mehreren SprecherInnen vertont worden ist, sondern wirklich nur von ihr. Trotzdem gibt sie allen Figuren, wahrscheinlich liegt es auch an der Autorin und der Übersetzerin, natürlich liegt es auch daran, dass jede Figur so eine eigene Stimme hat. Ich bin also nie wirklich durcheinander gekommen beim Hören, wer jetzt gerade oder in wessen Kopf ich mich gerade aufhalte. Und das Ganze wird so abwechslungsreich und so schön erzählt. Es ist auch keine New Adult Geschichte, es ist eine Young Adult Geschichte. Also wir haben hier keine sexy Romance Time. Trotzdem natürlich Liebesgeschichten jeweils, aber alles sehr niedlich, sehr zart, schon auch ein kleines bisschen mit Drama. Ich kann mir das Ganze auch total, total gut verfilmt vorstellen. Da würde ich sofort reinschalten und mir das angucken. Ich mochte dieses ganze royale Setting. Ich fand aber auch die Einflüsse von außen total spannend. Ich mochte die Intrigen, die zwischendrin reinspielen. Ich mochte das Gefühlschaos und habe irgendwie alle Charaktere, auch wenn sie nicht ganz so sympathisch waren, einige sehr ins Herz geschlossen. Es hat mich so gut unterhalten. Ich war drin, habe mich so wohl gefühlt in dieser Geschichte. Es gibt auch nichts, was ich irgendwie großartig bemängeln kann. Ja, es war kurzweilig. Ja, es ist auch nicht total tiefgreifend und super wertvoll oder so, aber es war mega unterhaltsam und eine tolle Wohlfühlgeschichte irgendwie, die mich so überrascht hat. Ich freue mich riesig, riesig, riesig auf Band 2, denn wie gesagt, ich habe die Figuren ins Herz geschlossen, die Geschichte wird toll erzählt, sie ist so abwechslungsreich, man bekommt viele Charaktere geliefert, man kann in verschiedene Köpfe reinschauen. Es gibt ein großes Geheimnis noch, das sich um alles irgendwie wölbt. Und am Ende von Band 1 passiert etwas, das auch wieder natürlich Auswirkungen auf die nächsten Bände haben wird und das schon sehr emotional war. Also da gab es auch so eine Szene, da standen mir richtig die Tränen in den Augen. Toll gemacht, richtig, richtig toll. Also wenn ihr Young Adult Geschichten mögt und vielleicht auch so ein bisschen Lust auf ein bisschen Royal Kitsch habt,
dann guckt euch diese Reihe mal an. Ich kann sie euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Gut, kommen wir zum letzten Titel, der mich im Februar begleitet hat. Und zwar war es dieses Hörbuch Bad Influence von Stefanie Hasse, gelesen von Viola Müller. Für mich war es der erste Titel der Autorin Stefanie Hasse und ich war sehr, 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 sehr gespannt. Es handelt sich hierbei wieder um ein YA-Buch, Young Adult, Jugendbuch, ja, so ein bisschen in die Richtung gehen, schon auch für ältere Jugendliche, würde ich sagen. Und das Thema InfluencerInnen steht hier im Fokus. Das fand ich sehr interessant, sehr spannend und habe gehofft, dass es nicht irgendwie ein oberflächlicher, klischeehafter Abklatsch sein wird. Worum geht's hier? Es geht hier um ganz viele InfluencerInnen, die bekanntesten der Welt, die zu einer Kreuzfahrt-Jungfernfahrt eingeladen werden auf ein ganz besonderes Kreuzfahrtschiff. Das ganze Spektakel wird medial begleitet und wir bekommen die ganze Geschichte aus der Perspektive von Tara erzählt. Tara ist die beste Freundin der Reedereistochter, die auch zusammen mit ihren Brüdern an dieser Jungfernfahrt teilnimmt. Alle drei sind total bekannt und total auch in der High Society irgendwie mit drin und dieses riesige Event wird natürlich medial ausgeschlachtet, aber auf eine sehr besondere Art und Weise und das hat mich wieder unheimlich neugierig gemacht. Ich fand dieses Konzept ziemlich spannend und kann mir auch vorstellen, dass es so im heutigen TV, Trash-TV, stattfinden könnte. Insgesamt sind es nämlich bloß ungefähr 40 InfluencerInnen, die auf dieses Kreuzfahrtschiff eingeladen werden. Das Schiff legt ab und die Jungs und Mädels haben ab da keinen Draht zur Außenwelt. Sie haben aber Handys, jedoch kein Empfang. Mit diesen Handys können sie ganz gewohnt ihre Stories und ihre Fotos machen. Die können sie dann immer einschicken und jeden Abend eines jeden neuen Tages gibt es dann quasi eine Live-Show im Fernsehen, ganz exklusiv, in der diese Aufnahmen aufbereitet und präsentiert werden. Zuvor hat sonst kein anderer Mensch irgendwelche Einblicke in dieses ganz besondere Kreuzfahrtschiff bekommen, aber so soll es eben sehr medienwirksam vorgestellt werden. Aber es geht nicht nur um dieses Schiff, sondern eben auch um die InfluencerInnen, um provozierte Skandale, um Intrigen und um Bloßstellung. Denn plötzlich werden Geheimnisse von den InfluencerInnen aufgedeckt. Und ja, das Ganze gerät ein Stück weit außer Kontrolle. Ich bin ein großer Fan von solchen Dynamiken, die sich entwickeln, wenn eine Personengruppe auf eingeschränktem Raum aufeinander losgelassen wird oder einer Extremsituation ausgesetzt wird. Ich beobachte sowas ganz gerne. Man sieht ganz spannende, psychologisch aufgebaute Konstrukte. Ich mag sowas unheimlich gern. Hier habe ich aber schnell gemerkt, dass nicht nur dieses ganze Thema im Mittelpunkt steht, sondern auch leider ein Love Triangle. Unsere Tara fühlt sich nämlich zu beiden Brüdern ihrer besten Freundin hingezogen. Okay. Für mich war dieses Hörbuch leider nichts. Ich war am Anfang sehr neugierig, sehr gespannt, aber habe mich dann auch sehr schnell irgendwie gelangweilt. Vieles wird irgendwie doch sehr oberflächlich dargestellt, tatsächlich auch klischeehaft, aber ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, oh je, es heißt wieder, oh, die bösen Influencer, alle Hohlbratzen, wie es der Pocher ja immer gern gesagt hat und schöne Optik und nichts dahinter und alles tun für Klicks und über Leichen gehen und so weiter, dass so dieses Klischee sehr aufgebauscht wird. Dem ist nicht ganz so, also es gibt schon auch andere Entwicklungen, aber trotzdem war es für mich immer noch sehr, sehr, sehr oberflächlich und es hat mich auch nicht wirklich unterhalten. Ich hätte gern mehr Spannung gehabt, mehr dieses psychologisch aufgebaute, mehr Konflikte noch. Ja, Tara gerät in den ein oder anderen Konflikt, weil sie ziemlich schnell auch in den Fokus gerät. Aber ich kann es euch nicht sagen. Also für mich war das einfach nichts. Super schade, ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Ich weiß, ich bin jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe, aber ich lese doch sehr gerne YA-Romane, deswegen will ich mich da gar nicht so ganz rausziehen. Ja, keine Ahnung, was ich erwartet hatte, aber mich konnte die Geschichte nicht wirklich mitreißen. Ich habe oftmals die Augen verdreht, habe oftmals überlegt, soll ich jetzt weiterhören oder soll ich es hier abbrechen? Ich habe schlussendlich bis zum Ende gehört. Die Message, die dahinter steckt, ja, ist natürlich eine gute, aber ist halt auch wieder so ein bisschen klischeehaft.
gewesen, aber sie ist gut für diejenigen, die sich gar nicht großartig mit diesen Themen bisher auseinandergesetzt haben. Nichtsdestotrotz ist das hier mein Flop des Monats. Mein Highlight des Monats war natürlich hier Grenzfall, der hat mich sowas von mitgerissen. Ich fand aber auch Sternenkind ganz, ganz, ganz wunderbar. Und meine Überraschung des Monats war natürlich American Crown. Ja, liebe Blubber-Families, tut mir leid, dass ich jetzt zum letzten Titel gar nicht so genau sagen konnte, was explizit mich gestört hat. Das Love Triangle, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das war auch irgendwie unnütz. Ich weiß gar nicht, hätte man so für die Geschichte überhaupt gar nicht gebraucht. Aber gut, lasst uns das abhaken, es war einfach nichts für mich, okay? Mich würde natürlich interessieren, was ihr im Februar so gelesen und gehört habt. Waren Highlights dabei, waren Lowlights dabei? Kennt ihr die Titel, die ich euch heute hier vorgestellt habe? Dann lasst mir gern euer Feedback in den Kommentaren da. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt für heute von euch. Vielen, vielen Dank, liebe Blubber Family, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video.